Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, bei der Live-Übertragung der Generalaudienz mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Silvia Kritzenberger. Mein Gruß geht auch an alle, die über Facebook und unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Die katholischen Fernsehsender EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Ja, auch heute übertragen wir die Mittwochs-Generalaudienz mit Papst Franziskus wieder als Livestream aus der Bibliothek im Apostolischen Palast im Vatikan. Letzten Mittwoch hat der Papst eine neue Katechesenreihe begonnen, die dem Thema des Gebets gewidmet ist. Und heute, am 13. Mai, feiern wir auch den Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. Wir werden am Anfang der Audienz wie immer die Lesungen hören in den verschiedenen Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Polnisch und Italienisch. Danach hören wir die Katechese von Papst Franziskus, gefolgt von den Grüßen der Gläubigen, die von den Sprechern in verschiedenen Sprachen vorgetragen werden. Der Heilige Vater wird sie jeweils mit einem kurzen Grußwort auf Italienisch kommentieren. Am Ende der Audienz wird der Heilige Vater uns allen seinen Segen spenden. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Der Heilige Vater hat die Generalaudienz mit dem Kreuzzeichen eingeleitet. Dal Salmo 63. O Dio, tu sei mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Wir hören nun die Lesung aus Psalm 63. In diesem Psalm beschreibt der König David seine Flucht in eine trostlose Wüste. Trotzdem erlebt er dort Gott so stark, als wäre er im Tempel in Jerusalem. Auch hier vertraut er weiter auf Gottes Hilfe und ist gewiss, dass Gott ihn auch aus dieser Not retten wird. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. A te. Ja, auch Papst Benedikt der 16. hat 2011 eine Katechesenreihe über das Gebet gehalten. Beten ist sprechen mit Gott, hat er da gesagt. Um einen echten Dialog führen zu können, sei es nötig, auf die Höhe Gottes zu gelangen. Benedikt der 16. empfahl Christus als Vorbild und Lehre. Die Jünger baten den Meister: Herr, lehre uns beten. Sie haben gespürt, dass sie sich nur durch Jesus Gott nähern konnten, der ihnen die Tiefe und Intensität der Beziehung eines Kindes zu Gott, dem Vater, vorlebte. In seiner ersten Katechese zum Thema Gebet hatte Benedikt zunächst einen Überblick über das Beten der antiken nichtchristlichen Völker gegeben. Schon immer hatten die Menschen die Ahnung einer höheren Wirklichkeit, die über unser Dasein verfügt, und sie haben versucht, mit jener übernatürlichen Welt in Kontakt zu treten. A reading from Psalm 63. Auch Papst Franziskus will nun in einer eigenen Katechesenreihe bei seiner Generalaudienz über das Thema Gebet nachdenken. Der argentinische Papst hat die neue Reihe am vergangenen Mittwoch gestartet. Und gleich in der ersten Folge wurde ein charakteristischer Unterschied zu seinem Vorgänger Benedikt dem 16. deutlich. Der deutsche Papst hatte im Mai 2001 mit einem Überblick über das Beten bei nichtchristlichen Völkern der Antike eingesetzt. Franziskus hingegen begann mit einer Geschichte über seinen Lieblingsbettler, Bartimäus, der blind war und bettelnd am Straßenrand seiner Stadt Jericho saß. Aus Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, ich suche dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, zu sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So preise ich dich in meinem Leben. In deinem Namen erhebe ich meine Hände. Meine Seele hängt an dir. Fest hält mich deine Rechte. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Ja, wir hören die Lesung in spanischer Sprache. Mi carne tiene ansia de ti. Franziskus hat, wie gesagt, am vergangenen Mittwoch auf die Geschichte des Bartimäus verwiesen, des blinden Bettlers am Straßenrand von Jericho. Und dieser Bartimäus habe Jesus lauthals angerufen und ihn gebeten, ihn zu heilen. Er sei so insistent geworden, dass es den Umstehenden lästig geworden sei. Doch Bartimäus habe sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Und Jesus habe den Ruf des Blinden gehört und sich davon anrühren lassen, so Papst Franziskus. Jesus sagt zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Er sieht die Kraft des Glaubens, die dieser arme, hilflose und verachtete Mann besitzt und die Gottes Erbarmen und Kraft auf sich zieht. Glauben bedeutet, zwei erhobene Hände und eine Stimme zu haben, die ruft, um das Geschenk des Heils zu erflehen. Glaube sei also ein Ruf, hatte Franziskus festgestellt. Der Glaube ist ein Aufbegehren gegen einen schmerzlichen Zustand, dessen Grund wir nicht verstehen. Wo der Glaube fehlt, wird eine Situation erduldet, an die wir uns angepasst haben. Der Glaube ist die Hoffnung, gerettet zu werden. Wo der Glaube fehlt, hat man sich an das Böse gewöhnt, das uns versklavt und macht so weiter. قراءة من سفر المزامير اللهم أنت إلهي Das Gebet sei beharrlich, hat Franziskus festgestellt, auch lästig, so wie das Flehen dieses Bettlers an der Straße von Jericho. Im Herzen des Menschen gibt es eine Stimme, die Gott anruft. Wir alle haben diese Stimme in unserem Innern, eine Stimme, die sich auch von den beharrlichsten Einwänden nicht zum Schweigen bringen lässt. Eine Stimme, die spontan ertönt, ohne dass es ihr jemand befiehlt. Eine Stimme, die nach dem Sinn unseres irdischen Lebensweges fragt, besonders dann, wenn uns Dunkelheit umgibt. كلام الرب Nicht nur andere Religionen, ja alle Männer und Frauen beten. Gottes ganze Schöpfung kennt den Ruf des Gebets. Und wie oft haben Künstler diesen stillen Schrei interpretiert, der aus jedem Geschöpf aufsteigt, vor allem aus den Herzen des Menschen. Denn der Mensch ist vor Gott ein Bettler, hat Franziskus gesagt. Eine schöne Definition des Menschen. Gottes Bettler. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię w moim życiu. Zniosę ręce w imię Twoje. Do Ciebie lgnie moja dusza. Für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude, hat Theresia vom Kinde Jesus gesagt. Ja, wir hören nun die Katechese von Papst Franziskus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi sulla preghiera. Wir führen heute die Katechesenreihe über das Gebet fort, die letzte Woche begonnen hat. La preghiera appartiene a tutti.
Das Gebet ist etwas, das allen Menschen gehört, den Menschen jeder Religion und wahrscheinlich auch denen, die sich zu keiner Religion bekennen. Das Gebet kommt aus den geheimen Tiefen unseres Innersten, aus jenem inneren Ort, den geistliche Autoren oft als Herz bezeichnen. Das Beten ist also nichts Nebensächliches. Es ist nicht irgendeine zweitrangige marginale Fähigkeit, sondern unser innerstes Geheimnis. Es ist dieses Geheimnis, das betet. Unsere Emotionen drücken sich im Gebet aus. Aber man kann nicht sagen, dass Gebet nur Emotion ist. Der Verstand drückt sich im Gebet aus. Aber Beten ist nicht nur ein intellektueller Akt. Der Körper betet. Aber auch Menschen mit schwerer Behinderung können mit Gott sprechen. Es ist also der ganze Mensch, der betet, wenn sein Herz betet. Das Gebet ist ein Anstoß. Es ist ein Ruf, der über uns selbst hinausgeht. Etwas, das den Tiefen unserer Person entspringt und sich ausweitet, weil es die Sehnsucht nach einer Begegnung spürt. Das müssen wir uns merken. Es spürt die Sehnsucht nach einer Begegnung. Sehnsucht ist mehr als ein Bedürfnis. Die Sehnsucht nach einer Begegnung. Das Gebet ist die Stimme eines Ichs, die sich vorsichtig vorwärts tastet auf der Suche nach einem Du. Die Begegnung zwischen dem Ich und dem Du. Das kann man nicht kalkulieren, da kann kein Kalkül dahinter stecken. Und da geht man vorsichtig vor, man tastet sich nach vorn. Das Du, das mein Ich sucht. Das Gebet des Christen erwächst nämlich einer Offenbarung. Das Du ist nicht vom Geheimnis umhüllt geblieben, es ist mit uns in Beziehung getreten. Das Christentum ist die Religion, die kontinuierlich die Erscheinung Gottes, seine Epiphanie, feiert. Die ersten Feste im Kirchenjahr sind die Feier dieses Gottes, der nicht verborgen bleibt, sondern den Menschen seine Freundschaft anbietet. Gott offenbart seine Herrlichkeit in der Armut von Bethlehem, in der Anbetung der heiligen drei Könige, in der Taufe am Jordan, im Wunder der Hochzeit zu Kana. Das Johannesevangelium bringt den großen Hymnus des Prologs mit folgenden Worten auf den Punkt. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Jesus hat uns Gott offenbart. Das Gebet des Christen geht eine Beziehung ein mit diesem Gott, der ein sanftmütiges Antlitz hat, den Menschen keine Angst einflößen will. Das ist das erste Kennzeichen des christlichen Gebets. Und wenn die Menschen eigentlich schon immer daran gewöhnt waren, sich Gott ein wenig eingeschüchtert, ja von diesem ungeheuerlichen und faszinierenden Geheimnis sogar ein wenig verängstigt zu nähern, wenn sie sich daran gewöhnt hatten, ihn mit einer unterwürfigen Haltung anzubeten, ähnlich der eines Untertanen, der es seinem Herrn nicht an Respekt fehlen lassen will, dann wagen es die Christen stattdessen, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden, ihn Vater zu nennen. Ja, Jesus benutzt noch ein anderes Wort, Papa. Das Christentum hat jedes feudalistische Element aus der Beziehung zu Gott verbannt. Das Erbe unseres Glaubens kennt keine Begriffe wie Unterwerfung, Knechtschaft oder Vasallentum, sondern Worte wie Bund, Freundschaft und Gemeinschaft.
Nähe, Verheißung. In seiner langen Abschiedsrede an die Jünger sagt Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Der Vater wird euch alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Das könnten wir ja mal ausprobieren. Gott ist der Freund, der Verbündete, der Bräutigam. Im Gebet können wir eine Vertrauensbeziehung zu ihm aufbauen. Nicht umsonst hat uns Jesus im Vater unser gelehrt, ihm unsere Bitten zu unterbreiten. Wir dürfen Gott um alles bitten, alles. Wir können ihm alles erklären, alles erzählen. Es spielt keine Rolle, ob wir uns in unserer Beziehung zu Gott schuldig fühlen. Auch wenn wir keine guten Freunde, keine dankbaren Kinder, keine treuen Ehepartner sind, er wird trotzdem nicht aufhören, uns zu lieben. Und genau das kommt in den Worten Jesu zum Ausdruck, wenn er beim letzten Abendmahl sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit dieser Geste nimmt Jesus im Abendmahlsaal das Geheimnis des Kreuzes vorweg. Gott ist ein treuer Verbündeter. Wenn die Menschen aufhören zu lieben, liebt er weiter. Auch wenn ihn diese Liebe an seine Leidensstätte nach Golgotha führt. Gott ist immer nah der Tür unseres Herzens. Er wartet immer an der Tür unseres Herzens. Da er wartet darauf, dass wir antworten, dass wir ihm auftun. Manchmal klopft er an die Tür, aber er ist nie aufdringlich. Er ist immer geduldig. Er hat die Geduld eines Vaters, der uns so sehr liebt. Ich sage immer die Geduld eines Vaters und einer Mutter, beides zusammen. Immer unserem Herzen nah. Und wenn er anklopft, dann tut er das mit Zärtlichkeit und Geduld. Lasst uns versuchen, so zu beten und in das Geheimnis des Bundes einzutreten, uns im Gebet von Gottes barmherzigen Armen umfangen zu lassen, uns von jenem Geheimnis der Glückseligkeit umhüllt zu fühlen, dass das dreifaltige Leben ist, uns wie Gäste zu fühlen, die so viel Ehre gar nicht verdient haben. Lasst uns Gott im Staunen des Gebets sagen: Ist es möglich, dass nur du die Liebe kennst? Er kennt keinen Hass, er wird gehasst, aber er kennt keinen Hass. Er kennt nur die Liebe. Das ist der Gott, zu dem wir beten. Und das ist der wahre Kern eines jeden christlichen Gebets. Der Gott der Liebe, unser Vater, der auf uns wartet, der uns begleitet. Ja, das war die Katechese von Papst Franziskus. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Wir hören jetzt die Grüße der einzelnen Sprachgruppen. Die Sprecher versichern den Heiligen Vater der Gebete der Gläubigen, die nicht auf dem Petersplatz sein können, sondern über Rundfunk und Internet an der Generalaudienz teilnehmen. Und es wird auch in allen Sprachen angekündigt, dass am Ende der Audienz das Vaterunser gebetet und der Heilige Vater gebetet wird und der Heilige Vater seinen Segen erteilt.
Wir hören nun die Grüße der französischsprachigen Gläubigen. Ja, in der Katechese des Heiligen Vaters haben wir eben gehört, dass der Ort des Gebets das Herz ist. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es dazu: Woher kommt das Gebet des Menschen? Welches auch immer die Handlungen und Worte sein mögen, in denen sich das Gebet ausdrückt, es betet doch immer der ganze Mensch. Um aber den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber mehr als 1000 Mal vom Herzen. Das Herz betet. Ist dieses fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. Das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne, heißt es im Katechismus weiter. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist der Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist der Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Quando preghiamo, sforziamoci a parlare con Dio con fiducia, come un bambino si rivolge a suo padre, senza paura e distanza. Egli c'è sempre vicino. Possiamo dirgli tutto e chiedergli tutto. Dio vi benedica. In seinem Gruß an die französischsprachigen Gläubigen hat Papst Franziskus gesagt: Wenn wir beten, sollten wir danach streben, vertrauensvoll zu Gott zu sprechen, wie ein Kind zu seinem Vater, ohne Furcht und Distanz. Er ist immer in unserer Nähe, wir können ihm alles sagen, ihn um alles bitten. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Bevor der Mensch nach Gott ruft, ruft Gott den Menschen, heißt es im Katechismus. Mag auch der Mensch seinen Schöpfer vergessen oder sich vor dessen Antlitz verstecken, mag er auch seinen Götzen nachlaufen oder Gott vorwerfen, er habe ihn verlassen, so ruft doch der lebendige und wahre Gott unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet. Beim Beten geht diese Bewegung der Liebe des treuen Gottes zuerst von ihm aus. Die Bewegung des Menschen ist immer Antwort. In dem Maß, in dem Gott sich offenbart und den Menschen sich selbst erkennen lässt, erscheint das Gebet als ein gegenseitiger Zuruf, als ein Geschehen des Bundes, das durch Worte und Handlungen das Herz mit einbezieht. Es enthüllt sich im Lauf der ganzen Heilsgeschichte. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter, hat Johannes von Damaskus gesagt. Gott ruft jeden Menschen unermüdlich zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm. Das Gebet begleitet die Heilsgeschichte als ein Rufen Gottes nach dem Menschen und ein Rufen des Menschen nach Gott. Wenn sich das Herz zur Umkehr entschließt, lernt es, im Glauben zu beten. Der Glaube ist kindliche Zustimmung zu Gott über unser Fühlen und Verstehen hinaus. Diese Hingabe ist möglich geworden, weil der vielgeliebte Sohn uns den Zugang zum Vater eröffnet. Der Sohn kann von uns verlangen, zu suchen und anzuklopfen, denn er selbst ist das Tor und der Weg. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie in questo tempo di Pasqua la gioia e la fortezza che vengono da Cristo risorto. Dio vi benedica.
I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Ja, der Papst grüßt die englischsprachigen Gläubigen, die über die Medien mit uns verbunden sind. Auf sie und ihre Familien ruft er in dieser österlichen Zeit die Freude und die Kraft herab, die vom auferstandenen Christus kommt. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen richten. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über das Gebet wollen wir uns heute dem christlichen Gebet zuwenden. Das Gebet gehört allen, den Menschen jeder Religion. Das Gebet ist allerdings nicht nur frommer Brauch. Die Gefühle beten, ebenso der Verstand und auch der Körper betet. Es betet doch immer der ganze Mensch. Das Gebet des Christen zeichnet sich nun dadurch aus, dass es an ein konkretes Du gerichtet ist. Denn Gott hat sich in den Heilsereignissen offenbart, die in der Liturgie gegenwärtig werden. Hier leuchtet das sanftmütige Antlitz Gottes auf. Sicher, niemand hat Gott je gesehen, sagt das Johannesevangelium, aber der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Christus stärkt die Beziehung in unserem Beten, sodass wir vertrauensvoll Gott unseren Vater nennen und ihn um alles bitten, ihm alles erzählen dürfen. Gerade das christliche Beten ist nicht so sehr von der Furcht vor dem Geheimnis Gottes als von der Vertrautheit mit dem Vater Jesu gekennzeichnet. Jesus hat uns Freunde genannt und uns alles vom Vater mitgeteilt. In Christus besteht ein Band zwischen Gott und den Menschen. Wenn auch wir Menschen oft in unserer Liebe schwach werden, Gott bleibt doch treu und nimmt uns wieder auf. Und im glühenden Staunen dürfen wir zu Gott sagen: Wie ist es nur möglich, dass du nur die Liebe kennst? Saluto di cuore a tutti gli amici di lingua tedesca. I tanti esempi dell'amore che Dio ha donato a noi sono un forte invito a volerci bene con tutte le persone che incontriamo, anche in questi tempi quando la vita ci costringe a una convivenza un po' difficile. Lo Spirito Santo vi ricolmi della sua carità e della sua gioia. Herzlich grüße ich die Freunde deutscher Sprache. Die vielen Erweise der göttlichen Liebe sind eine starke Einladung an uns, zu allen Menschen, denen wir begegnen, freundlich zu sein. Auch in diesen Zeiten, in denen das Leben uns zu einem etwas schwierigeren Zusammensein zwingt. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Liebe und seiner Freude. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios. Wir hören nun die Grüße der spanischsprachigen Gläubigen und danach werden wir eine Zusammenfassung der Katechese auf Spanisch hören, die Papst Franziskus in seiner Muttersprache selbst vortragen wird. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica,
de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, ja, der Sprecher hat noch darauf hingewiesen, dass der Segen am Schluss der Audienz auch natürlich allen Kindern, allen Kranken und allen alten Menschen gilt. In seiner zweiten Katechese zum Gebet erinnert der Papst daran, dass das Gebet allen Menschen gehört, betont aber auch, dass es nicht nur ein frommer Brauch ist. Das Gebet kommt aus den geheimen Tiefen unseres Innersten, aus jenem inneren Ort, den geistliche Autoren oft als Herz bezeichnen. Das Gebet des Christen ist an ein konkretes Du gerichtet. Und wenn sich die Menschen daran gewöhnt hatten, Gott mit einer unterwürfigen Haltung anzubeten, ähnlich der eines Untertanen, der seinem Herrn nicht an Respekt fehlen lassen will, dann wagen es die Christen stattdessen, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden, ihn Vater zu nennen. Wir können Gott um alles bitten, ihm alles erzählen. Und wenn wir keine guten Freunde, keine dankbaren Kinder, keine treuen Ehepartner sind, er wird trotzdem nicht aufhören, uns zu lieben. Er bleibt immer treu. Er kennt nur die Liebe. Siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial. Die spanischsprachigen Gläubigen ermutigt Papst Franziskus, eine kindesgleiche Beziehung der Freundschaft und des Vertrauens zum Herrn aufzubauen und ihn um alles zu bitten, was sie für ihr Leben brauchen. Und sie sollen besonders auch für ihre Nächsten beten, von denen sie wissen, dass sie Not leiden, damit Gott, der Vater, sein barmherziges Angesicht leuchten lasse über ihnen und ihnen Frieden gewähre. Papst Franziskus bittet auch um die Fürsprache unserer lieben Frau von Fatima, deren Gedenktag wir heute feiern. Santo Padre, em nome das pessoas. Die Grüße der portugiesischsprachigen Gläubigen. Ja, Papst Franziskus hat eben daran erinnert, dass wir heute den Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima feiern. Am 13. Mai 1917 erschien drei portugiesischen Hirtenkindern, als sie auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Fatima gerade ihre Schafe hüteten, eine schöne junge Dame. Sie sollte sich ihnen später als unsere liebe Frau vom Rosenkranz zu erkennen geben. Die Kinder beschrieben sie heller als die Sonne, in einen weißen, goldumsäumten Mantel gekleidet und mit einem Rosenkranz in den Händen. Sie bat die Kinder, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, um der Welt Frieden zu bringen. Die Dame bat die Kinder auch, 6 Monate lang an jedem 13. des Monats wiederzukommen. Die Erscheinungen wiederholten sich von Mai bis Oktober 1917 6 Mal. Während dieser Treffen vertraute die Jungfrau Maria den Kindern 3 Geheimnisse an. Ora, como diz o evangelista São João, a Deus jamais alguém o viu. Das erste Geheimnis war eine Vision der Hölle und des Leidens der Sünder. Das zweite Geheimnis eine Vorhersage des Endes des großen Krieges und des Beginns eines weiteren. Es sei denn, die Menschen würden sich bekehren und Buße tun. Daher auch die Bitte um die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz. Das dritte Geheimnis schließlich war eine Vision vom Tod eines weiß gekleideten Bischofs, in dem die Kinder den Papst zu erkennen glaubten. Dieses letzte Geheimnis wurde der Öffentlichkeit erst im Jahr 2000 enthüllt. Es wurde mit dem Attentat in Verbindung gebracht, das am 13. Mai 1981 auf Papst Johannes Paul II. Verübt wurde, am Festtag unserer lieben Frau von Fatima.
Der Papst hat unserer lieben Frau von Fatima später dafür gedankt, sein Leben gerettet zu haben. Die Kugel, die seine Hauptschlagader nur um Haaresbreite verfehlte, ließ er in die goldene Krone der Madonna von Fatima einarbeiten. Deixando-nos envolver por aquele mistério da felicidade, que é a vida trinitária. Inebriados pela sua maravilha, brotará em nós esta oração a Deus. Será possível que tu conheças só o amor? Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese in questo giorno, 13 maggio, incoraggio tutti a conoscere e seguire l'esempio della Vergine Maria. A tale scopo cerchiamo di vivere questo mese con una preghiera quotidiana più intensa e fedele, in particolare recitando il Rosario, come raccomanda la Chiesa obbedendo a un desiderio ripetutamente espresso a Fatima dalla Madonna. Sotto la sua protezione i dolori e le afflizioni della vita saranno più sopportabili. Vorrei avvicinarmi col cuore alla diocesi di Fatima, al santuario della Madonna, oggi. Saluto tutti i pellegrini che stanno pregando lì. Saluto il cardinale vescovo. Saluti tutti, tutti uniti con la Madonna che ci accompagni in questa via di conversione quotidiana verso Gesù. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Die portugiesischsprachigen Zuhörer fordert der Papst auf, am heutigen 13. Mai dem Beispiel der Jungfrau Maria zu folgen. Zu diesem Zweck sollten wir versuchen, diesen Monat mit einem intensiven täglichen Gebet zu leben, besonders durch das Rosenkranzgebet, womit wir dem Wunsch entsprechen, den die Gottesmutter in Fatima wiederholt zum Ausdruck gebracht hat. Unter ihrem Schutz werden die Schmerzen und Leiden des Lebens erträglicher sein, so Franziskus. Papst Franziskus hat auch der Diözese Fatima und dem Heiligtum von Fatima seine Nähe ausgedrückt, die Pilger dort gegrüßt, den Kardinal, alle, die vereint sind mit der Mutter Gottes, die uns auf dem Weg der täglichen Umkehr begleitet. Saúdo o Senhor Cardeal, saúdo os irmãos e os fiéis e recomendo que Nossa Senhora esteja nos vossos corações. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون أن ناطقون باللغة العربية الذين يتابعون Arabischsprachigen Gläubigen. Die drei Hirtenkinder, Jacinta, Marto, Francisco Marto und ihre Cousine Lucia dos Santos, hatten vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 sechs Marienerscheinungen in der Cova da Ira bei Fatima. Francisco Marto und Jacinta starben noch im Kindesalter. Jacinta wurde 9, ihr Bruder 10 Jahre alt. Beide wurden am 13. Mai 2000 von Papst Johannes Paul II. In Fatima selig und am 13. Mai 2017 von Papst Franziskus in Fatima heilig gesprochen. Lucia dos Santos wurde später Nonne und starb 2005 im Alter von 97 Jahren. Francisco und Jacinta sind die ersten Kinder, die heilig gesprochen wurden, ohne Märtyrer zu sein. Der Tag des Begräbnisses von Schwester Lucia, der 15. Februar 2005, wurde in Portugal zum nationalen Trauertag erklärt. Am 19. Februar 2006 wurde Schwester Lucia dos Santos von Coimbra nach Fatima überführt und in der Rosenkranzbasilika neben Jacinta und Francisco beigesetzt. An ihrem dritten Todestag 2008 erteilte Papst Benedikt XVI. Sein Einverständnis für die Einleitung des Seligsprechungsprozesses von Lucia dos Santos und setzte damit eine Regelung des Kirchenrechts außer Kraft,
wonach ein Seligsprechungsverfahren frühestens 5 Jahre nach dem Tod einer Person eröffnet werden darf. Das für die Heiligsprechung der Hirtenkinder erforderliche Wunder betraf übrigens ein 6-jähriges Kind aus Brasilien, das 2013 vom 3. Stock auf den Gehsteig gefallen war und sich eine Hirn- und Schädelverletzung zugezogen hatte. Es wurde völlig geheilt. في الصلاة نقيم علاقة ثقة معه وقد علمنا يسوع المسيح أن نطلب من الله كل ما نحتاج إليه وأن نشرح له كل ما نمر به واختتم البابا تعليمه مؤكدا بأن موقف الله منا لا يعتمد على أمانتنا وإخلاصنا Die jungfräuliche Mutter ist nicht hierher gekommen, damit wir sie sehen, hat Papst Franziskus in Fatima gesagt. Dafür werden wir die ganze Ewigkeit haben. Wohlgemerkt, wenn wir in den Himmel kommen. Obschon sie uns im Vorausblick vor der Gefahr der Hölle gewarnt, zu der ein oftmals gängiges und vorgezeichnetes Leben ohne Gott führt, das Gott in seinen Geschöpfen entehrt, ist Maria aber gekommen, um uns an das Licht Gottes zu erinnern, das in uns wohnt und uns umhüllt. Con questo spirito ho accolto l'invito dell'Alto Comitato della Fratellanza Umana per dedicare la giornata di domani, 14 maggio, alla preghiera, al digiuno e alle opere di carità. Invito e incoraggio tutti a unirsi a questo evento. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Wie in seinem Grußwort an die arabischsprachigen Gläubigen hat Papst Franziskus an den weltweiten Gebetstag aller Religionen am morgigen 14. Mai erinnert. Mit dieser Initiative hat das Hohe Komitee der menschlichen Geschwisterlichkeit zu einem Tag des Betens, des Fastens und der Werke der Nächstenliebe aufgerufen. Papst Franziskus lädt alle ein, sich diesem Gebetstag anzuschließen, damit wir als Brüder und Schwestern vereint um das Ende der Pandemie beten können. للانضمام إلى هذا الحدث لنتحد كإخوة طالبين من الرب أن ينقذ البشرية من الجائحة وأن ينير العلماء وأن يمنح الشفاء للمصابين ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowych... Der Gruß der polnischsprachigen Gläubigen. ...pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Ja, noch eine Anmerkung zu den Hirtenkindern Jacinta und Francisco. Wie der Vatikan verlauten ließ, waren nicht die Erscheinungen der Gottesmutter ausschlaggebend für die Seligsprechung der Kinder. Vielmehr wurde ein beispielhaftes Verhalten gewürdigt, welches man bei Kindern in diesem Alter ohne die notwendigen Gnadengaben nicht unbedingt voraussetzen kann. So waren die Kinder auch angesichts eines durch die Gegner ihnen angedrohten qualvollen Todes und in Abwesenheit ihrer Eltern nicht bereit, über die ihnen von der Gottesmutter anvertrauten Geheimnisse zu sprechen.
In kindlicher Offenheit waren sie eher bereit zu sterben, als der Gottesmutter die Treue zu brechen. Den Tod nicht scheuend, nahmen sie den möglichen Tod als Beweis ihrer Treue zur Gottesmutter an. Papst Johannes Paul II. Führte das Attentat vom 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz und seine schnelle Heilung auf den Schutz Mariens zurück. Er war am 13. Mai 1982 nach Fatima gepilgert, um der Gottesmutter für die Errettung zu danken. Damals wurde die aus seinem Leib heraus operierte Kugel an der Krone der Muttergottesstatue in Fatima befestigt, die heute auf dem in Marmor gefassten Baumstumpf jener Steineiche steht, wo Maria 1917 den Hirtenkindern erschien. Możemy zadać Bogu pytanie, czy to możliwe, że Ty, Boże, znasz tylko miłość? Niech poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie prowadzi nas do zdumienia, kontemplacji i pełni szczęścia w modlitewnych spotkaniach. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił. Ja, anlässlich der 100-Jahr-Feier der Marienerscheinungen in Fatima pilgerte Papst Franziskus 2017 zu dem portugiesischen Wallfahrtsort. Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all'attentato di San Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l'intervento materno della Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del cuore immacolato di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Lunedì prossimo sarà il centesimo della nascita di San Giovanni Paolo II. Io celebrerò la messa alle 7 davanti all'altare della tomba. Sarà trasmessa in Mondovisione per tutti. Ringraziamo Dio di averci dato questo Vescovo a Roma, Santo Vescovo, e chiediamo a Lui che aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e andare avanti. Di cuore vi benedico. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj w liturgii... Den polnischsprachigen Zuhörern hat der Papst gesagt: Heute feiern wir den liturgischen Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. In Gedanken kehren wir zu ihren Erscheinungen und zu ihrer Botschaft an die Welt zurück. Und wir gedenken auch des Attentats auf Johannes Paul II., der überzeugt davon war, dass er sein Leben dem mütterlichen Schutz der Mutter Gottes zu verdanken hatte. Durch die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens bitten wir Gott um Frieden auf der Welt, um das Ende der Pandemie, den Geist der Buße und unsere Bekehrung. Ja, am Schluss der Grußworte hat Papst Franziskus auch darauf hingewiesen, dass wir am kommenden Montag den 100. Jahrestag der Geburt von Johannes Paul II. Feiern. Papst Franziskus wird um 7 Uhr morgens am Grab des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Die Messe feiern. Er hat Gott gedankt für das Geschenk dieses heiligen Bischofs, den er um die Fürsprache für uns alle bittet. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per... Ja, nun abschließend noch das Grußwort auf Italienisch. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. Auch hier wird auf das gemeinsame Vater unser Gebet und den Segen hingewiesen, die diese Audienz abschließen werden. Saluto i fedeli di lingua italiana.
Nell'anniversario della prima apparizione ai piccoli veggenti di Fatima, vi invito a invocare la Vergine Maria. Auch die italienischsprachigen Gläubigen erinnert Franziskus an den Jahrestag der ersten Erscheinung der kleinen Seher von Fatima. Er lädt die Italiener ein, die Jungfrau Maria anzurufen, damit sie in der Liebe zu Gott und zum Nächsten ausharren. Er grüßt in besonderer Weise auch alle alten und kranken Menschen sowie die Neuvermählten. In der Mutter Gottes finden wir eine fürsorgliche und zärtliche Mutter, eine sichere Zuflucht in der Not. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri e non ci porti in tentazione, ma liberaci da noi. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ja, Papst Franziskus hat bei dieser heutigen Generalaudienz an den morgigen weltweiten Gebetstag aller Religionen erinnert. Einer Initiative des Hohen Komitees der menschlichen Geschwisterlichkeit. In seiner Erklärung hat das Komitee mitgeteilt: Zurzeit wird unsere Welt wegen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus mit einer großen Gefahr konfrontiert, die das Leben von Millionen von Menschen global bedroht. Und damit endet diese Live-Übertragung der Generalaudienz mit dem Heiligen Vater. Eine Zusammenfassung und die Katechese des Papstes, alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatikan News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Herzlichen Dank an alle, die über unsere Webseite, Apps und YouTube-Kanal zugeschaltet waren. Und natürlich auch an alle, die über unsere Partnersender heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.